Tieren und Planet Key Dynamics. Und damit good luck, have fun. An beide Teams. So, damit geht es los. Planet Key Dynamics hier auf der CT-Seite gegen die Stofftiere. Und die müssen sich jetzt erstmal hier auf Overpass beweisen. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, 16-0 eben gegen die Weisen hier auf Overpass gewonnen. Das scheint wohl die Map zu laufen für sie. Mal schauen, was Planet Key dagegen machen kann. Auf jeden Fall geht es für Stofftiere jetzt erstmal hier Richtung lang. So, finden den ersten Spieler vor, ja, die Teams sind oben wieder vertauscht. Oh, ich bin halt... Och, RIP. Okay, müssen wir uns drum kümmern. So, okay, das verwirrt mich auch immer wieder, wenn die Teams oben vertauscht sind. Nämlich Planet Key startet auf der T-Seite. Und Stofftiere startet auf der CT-Seite. So. Und da wird direkt mal aufgeräumt. Damit heißt es hier, ja, 1-0 für Stofftiere. Also heute ist echt der Wurm drin. Sei es bei mir, sei es oben die Teams. Eieieiei. So, damit können wir jetzt voll und ganz konzentrieren. Also die ESL ist dran, die wird jetzt oben gleich die Teams tauschen. Und dann sollte das auch wieder passen. So, also nochmal kurz aufs Lineup hier einzugehen. Bei den Stofftieren spielt Belmont, Proxy, Cap, Crowny und Justin. Und auf Seiten von Planet Key, wie gesagt, haben wir Pult G, Alex, Robson, Cressy und Otto. Mal schauen, hat ja eben schon mal gut geklappt, der Retake hier für die Stofftiere vollständig aufgegangen. Nein, wir machen keinen Ingame-Chat an. Forget it. Und damit heißt es jetzt hier für Planet Key. Die haben die Bombe gelegt, das heißt, können nächste Runde kaufen. Wenn jetzt auch das Geld sparen, nur auf Pistole gehen. Und wäre für Planet Key vielleicht hier noch ein Bombenplant, den man hier mitnehmen kann. Wartet man aber schon unten, räumt hier komplett ab, kann den letzten Spieler hier auch noch rausnehmen. Und ja, guter Start für Stofftiere. Besonders hier Justin mit 7-0. Kein schlechter Anfang für ihn. Hat den Klatsch hier gewonnen, hält hier die B-Seite im Alleingang sauber. Und damit haben wir jetzt erstmal hier das 2-0. Also, Stofftiere geht es jetzt natürlich hier gegen die Waffen. Und Planet Key ist jetzt erstmal im Vorteil. 5x AK. Auf die haben wir noch 2x die UMP. Versucht jetzt langsam sich in die Mitte einzunehmen. Schöne Flash da gegen Crowny. Wird auch direkt hier rausgefischt. Hat man jetzt die Mittekontrolle hier erstmal erobert. Und da war nur Belmont. Noch das Backup von Proxy. Da kommt nochmal eine Smoke nachgeflogen. Damit kann Belmont jetzt erstmal hier stehen bleiben. Keine wirklich Kontrolle hier über die Toilette. Wenn man ihn da auf den Schirm bekommt. Ah, und sie checken ihn da nicht. Damit zwei Easy Frags hier für ihn. Erstmal die 3 gegen 4 Situation. Jetzt sieht man das Tempo hier Richtung B an. Da wartet nur Cap und der wird direkt rausgeholt. Damit ist wieder Justin hier alleine auf der B-Seite. Mal schauen, wie viel Schaden er hier noch anrichten kann. Molotov delayt das Ganze natürlich noch ein bisschen. Zwischenzeitlich ist der Robson ziemlich gut durchgekommen. Justin mit dem nächsten. Pult G und Cressy, die räumen hier auf. Und jetzt liegt es wieder an Justin. Kann er es den klatschen und er macht es. Er klatscht die Runde. Holt sein 2K hier und hält die Side sauber und hält damit auch Stofftiere hier erstmal am 3-0. Und ich sag's nochmal, ich werde keinen Ingame-Chat einblenden. Ich mach das immer ohne Ingame-Chat. Und ich werde jetzt keine Extrawurst machen, für dass die Leute den Ingame-Chat lesen können.
Schluss aus, Ende der Diskussion. Es bleibt so wie. Es bleibt alles so, wie es ist, meine Freunde, ja. Und es wird keinen Ingame-Chat geben. So, auf jeden Fall für Blended Key. Stimme auch oben die Teams. Sehr schön. Also, für Blended Key geht's jetzt hier nochmal in die Pistol Round. Alex musste da direkt den ersten Schaden fressen. Kommt hier zumindest zum Trade. Das sieht nicht gut aus. Man schiebt hier direkt drüber, steht ziemlich defensiv. Gibt jetzt zwar Blend hier die Side, macht aber das Kreuzfeuer hier dicht. Über die Stairs und über die Bank. Bombe kann gelegt werden. Und Stofftiere, die müssen jetzt einfach nur in den Retake gehen. Das ist auf jeden Fall hier machbar. Proxy da mit dem ersten. Kann damit jetzt das Tempo anziehen. Alex da auch nur mit einem mickrigen HP. Robson da direkt rausgenommen. Und dann ist es Alex, der auch noch dran glauben muss. Jester mit dem 11-0 hier. Mit einer unglaublich guten Statistik hier. Damit das 4-0 und für Blended Key geht's in die nächste Waffenrunde. Und mal schauen, Alex jetzt hier an der AWP. Kommt hier erstmal Richtung Mitte rüber. Zumindest kommt hier sogar vielleicht Richtung Lang und muss jetzt hier gegen Crowny wahrscheinlich das Duell suchen. Und da ist Crowny erfolgreich, setzt den Headshot hier. Alex bleibt da ohne Chance. Ja, und Blended Key muss die Lücke finden. So, da kommt die Flash reingeflogen. Jetzt soll es hier den Execute geben. Der Molotov liegt sehr, sehr gut. Die Smoke und der Molotov, die lädt das Ganze erstmal. Hier Robson kann aber zwischenzeitlich das Ganze über Monster aufmachen. Das gleiche gilt für Cressy. Jetzt geht es hier Richtung Side drauf und Cressy räumt hier auf. Cressy holt sich das 3K und damit liegt es jetzt an Crowny hier, das 4 gegen 1 irgendwie runterzuspielen. Geld ist nicht wirklich da. Will er das Risiko nochmal eingehen? Da wird hier höchstwahrscheinlich einfach die Waffe safen. Hat auch noch ziemlich viel Equipment hier auf der Kante. Von daher, das Risiko muss er nicht mal eingehen. Platsch wird er hier nicht mehr holen. Lieber das Equipment für die nächste Runde mitnehmen. Und dann gegebenenfalls hier sogar nochmal den Force Buy versuchen. Crowny wird hier sogar eine UMP legen können, wenn man forcen möchte. Entscheidet sich dagegen. Destin startet sein Team hier mit ein paar Pistolen aus. Aber das war's auch schon. Also, Crowny der Einzige mit Equipment und der soll direkt mal fleißig hier Richtung Mitte, um da die erste Information zu holen. Wird hier direkt von der Flecht zurückgedrängt und Alex sucht das Duell. Er sucht erstmal das Duell, zieht sich jetzt hier zurück. Versucht sein Glück hier an der Crown zusammen mit Cressy. Und jetzt hier auch und versucht hier Cressy zu supporten. Hat sich aber nicht großartig hier den Underground weiterhin anzuspielen. Und wird sich jetzt kompakt hier Richtung Kurz aufbauen. Alex kann den Frag setzen. So, damit zieht man jetzt das Tempo an. Proxy nimmt da noch einen raus. Aber die Side hier so gut wie gefallen. Außer Cap. Jetzt hier erstmal im 3 gegen 1. Crowny braucht da noch ein bisschen, bis er runterzieht. Zumindest nimmt er hier einen noch mit. Aber direkt hier mit dem Trade. Und dann liegt es jetzt an Crowny hier. Stoff kommt gut reingeflogen. Damit muss Alex hier die Position wechseln, nachdem er die Bombe gelegt hat. Und da zieht man rum. Und Alex weiß ganz genau, wo er steht. Damit die zweite Runde für Blended Key. 4-2. Also die Stofftiere bleiben jetzt erstmal in Führung. Können aber hier in den nächsten Buy gehen. So, damit Blended Key mit der Chance. Natürlich jetzt auch die Stofftiere hier die Eco zu zwingen. Und einen Dreier-Tower machen. Gucken, ob der hier erfolgreich ist. Ist natürlich immer ein sehr schöner Move. Dadurch hat man keine Kontrolle unten über Monster. Das kann jetzt Blended Key erstmal vollständig hier ausnutzen. Proxy zieht hier aber sehr viel Zeit raus. Pull G kümmert sich hier drum. Cressy da absolut blind. Der kann da gar nichts machen. Damit ist Cap hier mit dem Free Frag bedient.
Ja, die Bombe kann trotzdem hier geplantet werden. Die Smoke liegt da noch sehr gut für Pulse G. Dass er da erstmal nicht ins Gras beißen muss. Cap kommt da von der Seite. Gutes Backup da von Otto. Damit die 3 gegen 3 Situation. Zwei Leute Richtung kurz. Stofftiere versucht man schnell das Tempo hier anzuziehen und zumindest das Wasser einzunehmen. Belmont kümmert sich hier kurz. Versucht man hier erstmal gemeinsam hier zumindest Otto rauszunehmen. Frack kommt hier. Zweiter kommt von Crowny. Und jetzt findet er ihn nicht Robson. Und damit liegt es an Robson und Robson macht es. Robson findet den Spieler, bevor die Bombe defused werden kann. Rettet die Runde für Planet Key und sie schließen weiter auf zum 4:3. Und zwingen jetzt erstmal die Stofftiere hier in die Eco-Runde. Das ist sehr gut für Planet Key gelaufen am Ende. Damit heißt es nur Pistolen hier bei den Stofftieren. Gibt natürlich Planet Key die Möglichkeit, hier die nächste Runde zu holen. Uns hier mit der Mitte Kontrolle. Versuchen jetzt auch mit ihren Mates, die da im Underground dazu stoßen, natürlich hier dann kompakt die Mitte einzunehmen. Scheint hier erstmal zu funktionieren. Stofftiere werden jetzt erstmal hier komplett zurückgedrängt. Besten, der kommt hier Richtung Sumpf durch. Baut jetzt den Tau hier mit Cap auf. Aber die Mitkontrolle hier ist super, super wichtig für Planet Key. Wenn die aber gleich Bekanntschaft machen. Belmont, mal gucken, ob sie ihn diesmal da unten an der Ecke checken. Ordo findet ihn. Damit kann man jetzt das Tempo Richtung ja anziehen. Alex hier auch direkt erfolgreich. Braucht die Nutzer noch die kleine Gap, aber Ordo hat das auf dem Schirm. Mit der Spot hier gefallen. Bombe kann geplantet werden. Aber ist noch Cap. Und Justin. Und die beiden müssen jetzt versuchen, hier irgendwie das Ganze anzuspielen. Aber da steht man zu gut im Afterplan bei Planet Key. Holt damit den Ausgleich. Und das 4:4. Damit neue Runde, neues Glück hier. Für die Stofftiere. Natürlich kommt jetzt auch der Loser-Bonus dazu. Mal schauen, bei Planet Key behält man weiter dieses kompakte Spiel aufrecht. Was bisher sehr, sehr gut geklappt hat. Er hat auf jeden Fall Justin unter Kontrolle bekommen. Das klappt hier sehr gut. Cap fällt da direkt als Zweiter. Heaven auch direkt hier rausgenommen. Robson kann jetzt einfach hier das Backup geben. Einfach Richtung Monster abschimmeln. Versucht direkt hier den Raum Richtung Graffiti einzunehmen. Die Runde ist vorbei. Da können Crowny und Belmont eigentlich nur noch safen gehen. Die Runde ist gegessen. Also, das kompakte Spiel scheint sich bei Planet Key auf jeden Fall bezahlt zu machen. Belmont ist dann nochmal erfolgreich. Wird damit Robson. Versucht noch hier direkt hinterher zu gehen. Und ich sag's noch einmal, ich aktiviere nicht den Chat und ich mache nicht HRTF aus. Ich caste damit schon seit Wochen und Monaten mit HRTF. Und ich caste seit Monaten ohne Ingame-Chat. Und ich werde jetzt keine Extrawurst machen für dieses Spiel. Ende aus. Da gibt es keine Diskussion, das bleibt so. So! Ansonsten werde ich jetzt zu dem Thema auch nichts mehr sagen. So, Stofftiere hier mit dem Pistol bei. Smoke kommt reingeflogen, soll hier wohl auf jeden Fall den Raum geben, dass man da irgendwie vorkommt. Alex holt aber direkt hier das 3K. Damit kann vielleicht Crowny hier noch was in der Ecke machen. Da wird hier nicht gecheckt, kann den Spieler hier mit der Deagle rausfischen. Alex findet er auch noch, will an die AWP rankommen. Da zieht Cressy einfach eiskalt rum. Nimmt die AWP mit, dass da bloß keiner mehr drankommt. Damit ist es nur noch die
M4 hier. Alleine auf der B-Side. Wellmut mal mit dem ersten holt sich jetzt das 2 gegen 1. Bombe wird jetzt wahrscheinlich auch auf den A-Spot wandern. Ja, und da geht man auch zusammen hoch. So, und Belmont wartet einfach nur noch ab. Geht das Risiko ein, da einfach auf dem B-Spot sitzen zu bleiben. Bessie wird jetzt hier das Ganze absmoken und dann wird man hier gemeinsam einfach versuchen, die Bombe zu legen. Und die Runde hier im Afterplant auszuspielen. Liegt jetzt an Belmont. Die Bombe liegt natürlich nicht günstig da für ihn. Richtung Toilette bzw. Richtung Blumenkübel. Und sobald der Diffuse kommt, kann man hier eigentlich auch schon eingreifen. Ah, findet hier Cressy. Und jetzt versucht man durchzuziehen und mal gucken, ob es klappt. Otto muss rumziehen und er macht es. Er macht es, holt die nächste Runde für Planet Key. Und damit kann man hier weiterhin in Führung gehen. Also Planet Key nach dem leichten, struggligen Start gegen die Stofftiere präsentiert man sich doch hier sehr dominant. Auch wie gegen die Panthers. Hier meiner Meinung nach eindeutig als das bessere Team. Hat halt unglaubliche Defizite hier, dieses kompakte Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Mal schauen, was Crowny da machen kann. Ja, mal rein, verrät sich jetzt mit der AWP Richtung lang und muss sich natürlich direkt zurückziehen. Duco kann da nicht mal eingehen, muss jetzt mit Belmont hier von der Seite decken. Man steht halt sehr, sehr defensiv jetzt hier bei den Stofftieren. Kriegt hier halt kaum Informationen, lässt Planet Key fast die komplette Map hier. Man wird sich hier langsam aber sicher sammeln. Wird höchstwahrscheinlich gleich noch die A-Side anfaken. Und dann versuchen hier auf den B-Spot drauf zu kommen. Lash entscheidet sich doch nochmal hier Richtung Spot zu rotieren, dass man hier sein Glück auf A versuchen möchte. So, da kommt jetzt die Smoke. Damit die AWP erstmal hier Richtung lang aus dem Spiel genommen. Aber die Rotation kommt sehr, sehr schnell von den Stofftieren. Zumindest zieht Cap hier rüber. Da ist noch eine kleine Gap. Die kann Belmont vielleicht für sich ausnutzen. Schafft er nicht. Damit Crown hier alleine auf sich gestellt. Aber Cap gibt ihm hier das Backup, das er benötigt. Bombe kann geplantet werden. Nein, Cap mit dem letzten Schuss. Aber das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Planet Key Dynamic hier einfach eine Macht, wenn es auf den Spot drauf geht. Und damit das 4 zu 7. Also, lassen sich da nicht lumpen. Und die Stofftiere haben arge Probleme hier, dieses kompakte Spiel von Planet Key auf A- oder B-Side unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt hier wieder raus, Belmont diesmal Richtung hier als einzigen bei dem UMP findet hier zwei Leute. Das ist schon viel Schaden, der er da veranstaltet hat. Obsen hält hier wieder Seite dicht. Höchstwahrscheinlich sich auch weiter um Monster kümmern. Ah, findet der Crowny. Einfacher Pick da für ihn. Cressy kümmert sich um den Spieler Richtung Graffiti und damit ist es vorbei. 4 zu 8. Also Planet Key hier weiterhin erfolgreich. Lässt ja auch nicht großartig was anbrennen. Und ja, das Geldpolster wächst langsam aber sicher. Zumindest bei Alex und bei Cressy. In unglaubliche Dimensionen. Lassen wir uns überraschen.
diesmal etwas offensiver unterwegs. Alex versucht dann wieder mit dem Tower den Spieler zu finden. Aber das gibt Belmont hier auf den Schirm. Aber schön gemacht von Cressy, der direkt nachzieht. Brownie bleibt damit ohne Chance. Versucht aber hier nochmal nachzugehen. Damit Otto aus dem Spiel genommen. Bei gegen drei Situationen. Robson gut gefressen. Cressy nur noch auf 2 AP. Und Pulse G auch mit 100. Und sie sammeln sich wieder. Wollen es wieder gemeinsam ausspielen. Also diesmal keine Mittekontrolle hier für Planet Boys. Hat zumindest den Einspieler hier geflasht, gefunden. Jetzt liegt sein Cap. Der muss Zeit rausholen, bis Crown hier über kurz kommt. War sehr schön da von ihm gesehen. Damit ist noch Pulse G hier im 2 gegen 1. Crowny schon Richtung kurz. Cap zieht sich jetzt komplett zurück. Noch das Backup von der Leiche, die da liegt. Die liegt natürlich gut da für Heaven. Ja, sie warten jetzt einfach ab, bis die Bombe hier gelegt wird. Pulse macht das nicht schlecht. Der versucht halt auf jeden Fall hier irgendwo das 1 gegen 1 rauszuholen. Ihm läuft natürlich die Zeit davon. Jetzt kommt der Molotow reingeflogen. Dass hier vielleicht einer mit rüber zu dem Crown hier muss einfach nur rumziehen und den Spieler rausnehmen. Für Pulse eine sehr, sehr schwere Situation, das auszuspielen. Und damit das 5 zu 8. Also Stofftiere holen hier die mindestens für sie Anschlussrunde, müssen aber jetzt natürlich hier Gas geben. Die Nachfolgerunde und ansonsten sieht es halt wieder mau aus mit dem Geld. Der Loser-Bonus futsch. Mal Planet Key etwas defensiver unterwegs. Aber Cressy kriegt halt immer ziemlich viel Raum da unten Richtung Connector zur Verfügung gestellt. Robson kümmert sich alleine um die B. Um die B-Side. Mal schauen. Also, Stofftiere müssen hier die Anschlussrunde holen, ansonsten sieht es nicht gut aus für sie. Und dann müssen sie wieder in den Force gehen. Und dann wird es höchstwahrscheinlich für die letzte Runde etwas mau mit dem Geld. Wieder mit 4 Leuten in die Mitte einzunehmen. Pulse hier erfolgreich. Crowny jetzt alleine auf sich gestellt. Molotow kommt reingeflogen. Crowny verrät sich jetzt erstmal hier nicht. Bleibt weiter Presse an der Ecke stehen. Smoke. Planet Key wartet ab. Die warten immer noch ab wie ein Stein. Also, die warten auf den Fehler von den Stofftieren, dass sie irgendwo nochmal versuchen, direkt den Gegenraum einzunehmen. Aber die Zeit läuft ihnen natürlich davon. So, da kommt der Fake jetzt Richtung B-Side und Planet Key wandert langsam aber sicher ohne Gegenwehr. Wieder Opa hier am Sonntagsspaziergang Richtung A. Das kann man auch dann ohne Probleme einnehmen. Also, der Fake hat hier wunderbar geklappt. Dann zieht man sich Richtung Toilette zurück im Afterplant. Und die Runde ist so gut wie vorbei. Damit kann Stofftiere eigentlich nur noch die Waffen hier mitnehmen in die nächste Runde. Und hoffen, dass sie sich zumindest noch eine Runde aufs Konto buchen können. Damit 6 Runden dann, wenn sie es schaffen sollten. Aber das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis für Planet Key hier auf der T-Seite. 9 Runden. Da können sie sich nicht beschweren. Das ist sehr, sehr solide. So, da kriegt Crowny noch einen, Cap bekommt noch einen. Aber geldtechnisch wird das hier Planet Key nicht jucken. Ah, Pulse versucht da nochmal nachzugehen. Nimmt noch einen mitten in den Tod. Wir haben zumindest noch eine Waffe rausgenommen und das war wichtig. Das war wichtig, geldtechnisch reicht das hier zumindest so weit, dass dann durch die Waffe, die man rausgenommen hat, ein UMP mehr nachgekauft werden muss. Also ist dann schon wichtig, weil sie haben mehr als genug Geld bei Planet Key. Können dann ein paar Spieler auf die Jagd schicken. Um natürlich die Stofftiere einen Nachteil zu schicken. Und diesmal versucht Alex hier ziemlich weit nach vorne zu kommen. Auch erstmal keine Gegenwehr. Und kann hier fast vollständig durchlaufen. Zwischenzeitlich der erste Spieler hier gefallen. Alex hier durch. Versucht mit der Tech-9 rumzuziehen. Damit kann er keinen Profit rausschlagen. 4 gegen 4.
Gressi nur mit 24 HP und Drops und versucht das Ganze hier Richtung Monster aufzumachen. Bombe jetzt getroppt. Jetzt muss man versuchen, hier Druck über kurz zu geben. Da war der Justin. Findet hier zwei Spieler. Otto da mit dem Refrag. Aber da ist Crowny am Window bereit. 1 gegen 1 Situation. Mal schauen, ob Crowny das hier nochmal für die Stofftiere entscheiden kann. Wäre es das 6 zu 9. Und dann schaut er auf die falsche Ecke und Pulse G muss einfach nur abservieren. 5 zu 10. Also, für Planet Key läuft das hier auf Overpass doch sehr, sehr solide. Da kann man sich doch nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall ein solides Ergebnis, was man hier abgeliefert hat. Und daran kann man arbeiten. Wichtig ist natürlich für Stofftiere auf jeden Fall, die Pistole zu gewinnen. Weil ansonsten sieht es halt nicht gut aus. So, mal schauen, ob die Stofftiere nochmal zurückkommen. Das Smoke dabei. Zwei Flashbangs. Man versucht hier schnell das Ganze Richtung Connector einzunehmen. Wird jetzt hier in der Mitte treffen und versuchen hier schnell das Ganze einzunehmen. Da kann Robson nicht viel machen, aber Pulse G zumindest mit dem Trade hatte arge Probleme hier in Frackzone. Holt aber viel Zeit raus. Vielleicht kann man von hinten jetzt dicht machen. Cressy da direkt mit dem Nächsten. Und Alex erfolgreich. Hat aber auch noch 15 HP. 2 gegen 1 Situation. Also mit dem Kopf durch die Wand bei Stofftiere. Klappt es hier. Zumindest so weit, dass man Alex hier jetzt allein auf sich gestellt hat. Respekt auch den Spieler. Bombe hier getroppt. Geht er hier vor. Oh, das ist super gut. Und er pusht halt einfach durch die Smoke durch. Dadurch kann Alex den... den Frack hier holen, neutral HP bei Proxy und er gewinnt das Duell. Alex, sehr schön da von ihm gespielt, aber am Ende reicht es nicht. Proxy mit 3 HP da überlebt. Schade, schade. Und damit gehen die Stofftiere hier natürlich jetzt erstmal in den Waffenvorteil. Da direkt offensiv vorwärts hier. Mit der Scout muss ich hier direkt zurückziehen. Dann natürlich auch ein bisschen Gegenwehr. Versucht die Richtung B-Side zu stacken. Nur Alex auf Information zu schicken. Der wird seinen Fokus Richtung Lang und Toilette hier behalten müssen. Versuchen so früh wie möglich die Information da für seine 4 Mitspieler zu bekommen. Und die Stofftiere, die warten erstmal ab. Die warten erstmal ab. Versuchen hier langsam aber sicher sich die Mittelkontrolle zu erarbeiten. Mann, das ist sehr, sehr vorsichtig. Aber es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass man sich gleich hier sammeln wird. Gemeinsam hier einen Bombspot anspielen möchte. Mach die Tür zu, das ist viel Information für Planet Key. Das könnte jetzt interessant werden. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Sie laufen jetzt in den Stack rein. Und da steht Cressy bereit, kann da nichts mit der Eagle machen. Aber da warten noch 3 Spieler Richtung Wasser. Man pickt da schön Cap raus. Und dann ist es Bulls, der dann noch viel, viel Damage zusammen mit Otto macht. Und es sind nur noch 2 Spieler Richtung Wasser. 3 gegen 2 Situation. Crowny braucht doch noch ewig zum Nachziehen. Jetzt kommt er über die Seite reingezogen. Proxy mit dem Nächsten. Und Otto wartet da an der Ecke. Und er zieht rum. Findet hier noch den Bombenplanter. Aber am Ende reicht es nicht. Crowny gibt das Backup. Und damit das 7 zu 10. Also sehr, sehr teure Runde. Für die Stofftiere. Und für Planet Key doch sehr, sehr erfolgreich. Was hier jetzt halt der Vorteil ist.
Man muss jetzt bei Stofftieren fast komplett runterkaufen. Und das könnte interessant werden, weil desto mehr Waffen man jetzt rausnimmt, mit halt nur der USP, desto teurer wird zu Stofftiere, desto weniger Economy hat man zur Verfügung. Versucht auch direkt Richtung Mitte zu gehen, der Spraydown von Proxy. Der sitzt hier wie eine 1. Aber dann ist es Robs und das ist nur Waffe Nummer 1, die man hier bei den Stofftieren verliert. Verliert direkt die zweite Waffe. Proxy braucht da gar nicht hinterher zu gehen, weil er hat nur 30 HP. Und das war wichtig von Robson. Robson muss halt jetzt den Schaden machen. Könnte sogar aufschließen und sich auch eine Waffe mitnehmen. In Zeitchen entscheidet man sich hier komplett über den Park zu ziehen. Das ist hier noch die MAC-10. Jetzt wartet man darauf, was der Gegner hier macht. Und wird hier das einfach versuchen, gemeinsam auszuspielen. Vielleicht sogar einfach nur auf die Exit-Tracks und die beiden AKs da irgendwie noch rauszubekommen. Doch aus. Man wartet halt auf die Gelegenheit, hier vielleicht noch die ein oder andere Waffe aus dem Spiel zu nehmen. Crowny findet den einen. Das ist die eine AK, die man verloren hat. An die möchte man auch nochmal rankommen. Aber wie gesagt, das ist halt wichtig. Man hat viel ökonomischen Schaden gemacht. Und das ist die Chance für Robson. Mal schauen, ob Robson da noch was machen kann. Proxy nur mit 22 HP. Robson traut sich hier nochmal rumzuziehen. Wird ihm aber hier nicht mehr gelingen. Damit hat man hier zwar die Bombe gelegt. Aber das Geldpolster ist natürlich dadurch ziemlich weit angekratzt. Hat nochmal zwar genug Geld, um hier nächste Runde kaufen zu können. Aber wie gesagt, man hat ziemlich viele Spieler verloren in den Runden. Zwei Spieler hier die letzte Runde durchgebracht, davor nur ein Spieler. Jetzt liegt es natürlich an Planet Key hier direkt gegenzuhalten. Schöner Frag da von Alex. Keine Chance für Cap da irgendwas zu machen. Damit zieht er sich auch direkt zurück. Und der Tower soll es jetzt hier richten. Keine Kontrolle über lang. Ja, und bei Stofftiere geht man jetzt erstmal in den Nachteil. Beim Spieler weniger. Oh, Puls die mit dem. Damit seinem Mate erfolgreich. Damit können sie auch keine Mittelkontrolle hier arbeiten. Die Stofftiere heißt es langsam und sicher, sich entscheiden, irgendwo das Ganze gemeinsam anzuspielen. Nach B aus. Auch genug Equipment, um den Go hier auszuspielen. Die Smoke wird das Ganze jetzt delayen. Da kann Proxy hoffen, dass er durchpushen kann. Deckt aber lieber hier nach hinten ab. Versucht jetzt seine Mates hier zu unterstützen. 3 gegen 4 Situation. Super blödes Timing da. Für Robson. Das hier wird da auch rausgenommen. Proxy wacht jetzt hier auf. Kommt in Richtung Wasser runter. 12 HP noch auf seinem Konto. Dann Planet Key hier den Retake zu spielen. Alex kann den Spiel nicht finden. Damit zumindest die 1 gegen 1 Situation herausgeholt. Und jetzt sieht's an Crowny. Wird auf den Pack Diffuse gehen. Und er macht den Frag und holt die Runde hier für Planet Key. Damit geht die erste Waffenrunde hier an die Jungs um Alex. Und damit das 8 zu 11. So, damit zwingt man die Stofftiere natürlich jetzt hier in den Forceball zu gehen. Wenn man da ziemlich viel Schaden gemacht hat. Bei Planet Key natürlich auch nicht viel auf der Bank übrig. Deshalb der logische Schritt hier natürlich zu kaufen. Man will es wohl wieder Richtung B versuchen. Als hier rausgeht, die Nate tut das Ganze noch ein bisschen
Slowen, aber man rennt einfach durch die Smoke durch, versucht direkt im Afterplant hier reinzukommen. Das klappt nicht. Das klappt absolut gar nicht. Crowny findet hier vielleicht noch einen Spieler, dadurch die 2 gegen 2 Situation. Also man hat das Ding hier irgendwie nochmal gerettet. Bombe konnte gelegt werden. Die Retake-Situation hier für Planet Key. Weiß, dass Crowny da sitzt. Der ist nicht geflasht, findet hier aber nur den einen Spieler. Cressy muss jetzt hier das Ganze wieder ausspielen. Wieder die 1 gegen 1 Situation und es sieht dann Belmont mit der UMP. Muckt sich hier nochmal ab, um da noch ein bisschen Deckung zu haben. Könnte damit sogar nochmal theoretisch Richtung Kurz gehen. Geht jetzt hier um den Pillar rum. Und dann ist es Cressy, der hier nichts mehr machen kann. Da findet er den Spieler nicht. Und damit das 9 zu 11. Also, sehr schöner Goda von den Stofftieren. Kriegen die Spieler über Monster, versuchen mit 3 Spielern direkt den ganzen Raum da Richtung Fenster und Graffiti einzunehmen. Reicht es ja halt nur für die 2 gegen 2 Situation. Kann man dann hier entscheiden. So, und das heißt für Planet Key, umgekehrtes Spiel. Für die wird es jetzt hier in die Sparrunde gehen. Auf die Mittekontrolle hier bedacht und Planet Key, die warten halt einfach nur ab, die irgendwo die Möglichkeit haben, erstmal die Info zu bekommen und natürlich Dorftiere auf dem falschen Fuß zu erwischen. Gelingt ihnen nicht, die USP da den kürzeren gegen Crowny. So, entscheiden sie jetzt hier zusammen über den Park zu gehen. Das ist nur Pulse G. Da geht man einfach aus 5 Leuten drüber und zieht das Tempo an. Da kommt die Kavallerie. Vielleicht Alex hier nochmal erfolgreich. Er könnte jetzt ein gutes Timing haben, da vielleicht noch ein bisschen Schaden zu machen. Setzt den Headshot auf Long Distance, schießt hier nur ein Spiel auf 11 mickrige AP runter. Und er kriegt sogar nochmal die Möglichkeit, da nochmal nachzugehen. Also, wirft man ihm nochmal ins Crosshair. Aber am Ende muss er sich hier geschlagen geben. Das ist dann zu viel. Und es ist nur noch Otto und Robson. Und Robson wird die AK in die Hand nehmen. Sich so schnellstmöglich aus dem Staub machen. Hat Otto hier nochmal die Chance, eine Waffe mitzunehmen. Sehr schöner Headshot da von ihm. Nochmal den zweiten Spieler. Er wird höchstwahrscheinlich auch nochmal versuchen, an die AK ranzukommen. Damit auch die Beine in die Hand nehmen und hier abhauen. Mal gucken, ob er es noch schafft. Wird natürlich eine knappe Angelegenheit, aber das sollte noch reichen. Ja, reicht noch. Überlebt mit 23 HP. Und damit kann sich Planet Key glücklich schätzen, noch 2 AKs mitgenommen zu haben. Damit legt man sich die Runde nochmal einen kleinen Geldvorteil hier zurecht. Weil durch die beiden AKs kann man natürlich hier auch Equipment kaufen, DevKit, Kevlar und viele, viele Nades. Da steht Otto bereit und Otto sprayt rein und er sprayt halt sein ganzes Magazin rein. Mal gucken, ob es fürs Ace reicht. Und das klaut ihm Robson. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Robson, der Antimate. Und Stofftiere, die rennen einfach nur in ihr Verderben rein. Und da sitzt der Spray. Und er verteilt den Schaden. Also, Otto, Spraykönig. Schön gemacht da von ihm. Und die Stofftiere bleiben ohne Erfolg. So, das heißt jetzt das 10 zu 12. Man hat bei Stofftiere hier sich wieder dazu gezwungen, hier reinzukaufen. Jetzt soll es hier die UMP, die AK und die paar Pistolen richten. Man will wohl wieder das gleiche versuchen, aber diesmal über kurz und nur einen über lang schicken. Hat natürlich auch genug Equipment. Da könnte wieder nach der Runde aussehen, dass man versucht, wieder schnell Richtung Richtung Graffiti zu kommen. Boah, der Molotow liegt gut. Und der macht auch viel. Ne, der macht gar keinen Schaden. GG. Also Molotow geht zu spät auf. Aber man kriegt es trotzdem diesmal gut unter Kontrolle. Bombe kann geplantet werden in der Smoke. Damit kann sich Crowny und Cap hier nochmal neu aufteilen.
Nur mit 34 HP, da kommt alles Richtung kurz. Nachgeflogen, Crowny hier erfolgreich mit der UMP. Muss jetzt versuchen, in die Bombe ranzukommen. Kann natürlich das Ganze noch ein bisschen die Lane sehr schön davon Cressy gespielt. Crowny versucht jetzt irgendwie noch gegenzuhalten. Oh, 10 HP noch auf seinem Konto. Man zieht rum, Cressy macht es. Der Fake war schön. Man fake die Bombe an und zieht dann um Pillar rum. Und frühstückt sich schön den Einspieler hier. Das heißt, Cap schön Richtung kurz ab. Dann kann Crowny auch nicht mehr zum Support kommen. Und damit das 10 zu 13. Also Planet Key bleibt hier weiter auf der Erfolgsspur. Und will jetzt auch versuchen, hier das Game natürlich langsam aber sicher irgendwann zuzumachen. So, dass man ein Stofftier jetzt so weit dazu gezwungen hat, dass sie halt nicht mehr forcen können hier. Und man versucht sie wieder kompakt auszuspielen. Hier mit 5 Leuten über den Park. Und da wartet Alex. Mal gucken, wie schnell er die Information hier bekommt. Dreht sich nochmal weg. Keine AWP am Start. Molotov soll das Ganze hier delayen. Und man versucht hier direkt durchzurennen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und da haben sie nicht mit Alex gerechnet. Und der könnte hier vielleicht das Ace holen. Aber Cressy klaut ihm wieder hier den einen Frag. Und damit, ja, GG. Oh, Cressy hat ihm sogar noch den anderen geklaut. Deshalb sagen wir einfach mal, das war eine schöne Teamarbeit. Aber ich glaube, Alex hätte das Ding auch da alleine halten können. Am Ende darf sich Cressy noch 2 mitnehmen. Und damit nur das 3K für Alex. Stofftiere kommen da auf keinen grünen Zweig der Richtung lang. Also dieses kompakte Spiel klappt bei Stofftieren nicht so gut wie bei Planet Key. Weil auch etwas offensiver unterwegs ist. Also man will direkt die Mitte abblocken und direkt da den Druck aufbauen. Sie da direkt mit dem ersten. Dem Refrag und der ist jetzt erstmal in der Falle. Und kommt hier keinen Zentimeter mehr weiter. Jetzt kann er nichts beziehen. Ich hier nochmal an und die Jungs von Planet Key machen das genau richtig. Haben da ihre Arbeit getan. Alex musste da zwar ins Gras beißen. Aber das ist nicht so schlimm. Man hat natürlich jetzt erstmal hier die Mittekontrolle ziemlich gestört bei den Stofftieren. Das heißt, die sind auch direkt hier runtergeschoben und versuchen langsam aber sicher hier Richtung B den Contact zu wagen. So, jetzt wird man hier gesehen. Jetzt muss man langsam aber sicher hier ein bisschen das Tempo anziehen. Smoke kommt noch hingeflogen, um da ein bisschen Backup zu geben. Kann jetzt die Bombe sogar hier Richtung Pillar blenden. Otto hat da was dagegen. Dann wird den Bombenplanter hier rausgenommen. Crowny versucht da direkt den Gegendruck Richtung Wasser aufzubauen. Gelingt ihm ja auch nicht. Dann müssen noch Justin und Proxy. Und die beiden stehen hier Richtung Monster bereit. Und Planet Key macht hier das Ganze dicht. Da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Außer Proxy räumt nochmal hier auf zum 1 gegen 1. Proxy nur mit 24 HP. Damit liegt es jetzt hier an Robson. Kann Robson das machen und Robson macht es. Dank dem HP-Vorteil holt man hier die Runde. 10 zu 15. Also Planet Key holt sich hier den Matchpoint. Und damit für Planet Key die Möglichkeit, das Spiel hier nicht zu machen. Und natürlich jetzt... Oh, Alex hat ein Riesenproblem. Ist da von der Treppe gefallen. GG dazu. Man versucht direkt hinterher zu gehen. Also einen Gegner da zu geben. Belmont wird rausgeholt. Cressy mit dem zweiten. Ja, und damit ist das hier nicht aufgegangen, um die AWP dran zu kommen. Da ist Cressy schnell genug da für die beiden Tracks. Ja, aber hier erfolgreich. Da platzen einmal die Ballons. Ich hatte ihn, glaube ich, gehört. Die beide durch die Smoke. Crowny da. Erster am Drücker. Hält man sich hier nochmal das Spiel offen. Liegt an Robson. Den Schaden kann er machen. Findet Spieler 1 noch 10 AP auf dem Konto. Und damit ist es Proxy, der wieder versucht hier die Runde aufrecht zu halten. Und damit muss es Otto richten. Und Molotov hat ein Dev-Kit. Full Kevlar 100 HP. Versucht das Duell einzugehen. Gewinnt das. Und jetzt liegt es an Jensen. Der hat noch viel Equipment, was er einsetzen kann. Oh, beide laufen aneinander vorbei. Mal gucken, wer wen als erstes sieht. Otto mit dem Molotov blockt die eine Seite ab und damit ist es das GG, well played. Robson kann hier zwar viel Zeit rausholen, aber Otto rettet hier die Runde. Und damit ist es hier das 10 zu 16. Also Planet Key gewinnt hier die erste Map.
Und damit GG, well played. Otto mit einer ziemlich starken Partie. Aber allgemein, das Team von Planet Key hier einfach aus einem Guss funktioniert. Jeder hat seine Leistung abgerufen. Am Ende jeder seine Impact-Tracks gesetzt. Besonders muss man hervorheben, Kresi, absoluter krasser Mat-Fragger oder Entry-Fragger. Und damit können sie hier die erste Map für sich entscheiden. Ja, würde ich sagen, GG, well played. Und nach einer kurzen Pause sind wir zurück auf Nuke und mal schauen, ob die Stofftiere nochmal zurückschlagen können. Nochmal auf Nuke ihre Muskeln spielen lassen. Oder ob das für Planet Key heute der vierte Sieg in Folge wird. Lassen wir uns überraschen. Kurze Pause. Bis gleich. Haut rein. Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Dude! Jawohl! Eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst. Unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen. Werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush-Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du Host Niki Beaky-like durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der mal ruhig sein? We'll be right back.
So, meine lieben Jungs und Mädels, damit herzlich willkommen zurück bei 99 Damage und hier live der ESL-Meisterschaft. So, Map Nummer 2 steht an zwischen Planet Key Dynamics und den Stofftieren Online. Und wir warten jetzt noch auf den letzten Spieler von Planet Key. In der Zwischenzeit gehen wir mal ganz kurz auf die Homepage und zwar auf 99damage.de und da schauen wir ganz kurz, wie es zurzeit in der Gruppenphase überhaupt aussieht. Also, Planet Key spielt hier noch gegen Stofftiere Online. Die erste Map konnte mit 16-10 hier für Planet Key entschieden werden. Ja, und Big spielt hier zurzeit gegen No-Org. Und das Spiel hat hier wohl noch nicht angefangen. Ja, dafür muss Attacks hier ins Lower Bracket gehen. Die haben 2-1 verloren, einmal 16-8 gewonnen, einmal 9-16 verloren und einmal 13-16 hier. In einer etwas knapperen Partie müssen sich ins Lower Bracket Finale verabschieden und hier dann gegen. Ups, ist es jetzt. Nee, es ist schon vorbei. Ich bin gerade komplett verwirrt. Also, auf jeden Fall, Alternate Attacks hat sich ins Lower Bracket verabschiedet, muss gegen Leisure ran. Das findet dann am Mittwoch statt. Und ja, freuen wir uns jetzt noch auf die Partie zwischen Planet Key Dynamics und Stofftiere Online. Mal schauen, wer sich für Duisburg qualifizieren kann. Und ihr solltet vielleicht auch euren Coin setzen, dann ab den nächsten Spielen, vielleicht bei Noork gegen Big und damit etwas Glück Tippkönig werden und dann diese schöne Corsair-Tastatur gewinnen. Und natürlich auch daran denken, ihr könnt auf die ESL-Meisterschaft fahren nach Duisburg im Landschaftspark. Da wird das Ganze wieder stattfinden. Einfach mit dem Command hier im Chat ESL-Tickets oder ESL-Ticket war es, glaube ich, könnt ihr dann 20% Rabatt bekommen mit dem Code 99DMG. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Game rein und damit sind wir live in bunt und in Farbe. So, damit warten wir drauf, dass die Spiele vollständig sind. Bei Stofftiere fehlt noch einer. Und dann treffen sich die beiden Teams hier auf Nuke. Und da bin ich mal gespannt, ob die Stofftiere nochmal zurückschlagen können. Oder ob das Ding hier 2-0 ausgeht. Ja, das ist auch ein interessanter Spawnpunkt hier. In der Ecke. Geheimeingang auf Nuke. Da ist die Tür. Da geht's ins Secret rein. Irgendwo. Oder in das geheime Gebäude, wo der dritte Bombenplatz ist. Gut, warten wir ab, bis es losgeht. Mal schauen. Stofftiere auf der T-Seite. Meiner Meinung nach ein bisschen enttäuscht. CT-Seite war einigermaßen okay. Aber wie gesagt, die Karten werden hier neu gemischt auf Nuke. Von daher gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. So, können wir noch mal kurz auf den Chat gucken. Und wird gleich Big gegen Stofftiere Online oder so übertragen. Big spielt in der Gruppe B und darf gegen Nord antreten im B und 3. Das sollte gleich bei Chinsky stattfinden. Und das Ganze wird auf dem ESL 99 Damage Main Kanal übertragen. Gut, und ich bin mal gespannt, wie die deutschen Teams hier auch den Nuke spielen, weil wie gesagt, ich konnte in den letzten Wochen nicht wirklich viel von der ESL-Meisterschaft natürlich verfolgen, weil ich da mit der Pro League zu tun hatte. Viele, viele Teams versuchen hier über den Außenbereich zu gehen. Das gleiche gilt ja auch zum Beispiel für ein Big oder für die dänischen Teams, die viel, viel über Außenkontrolle arbeiten.
Ich bin mal gespannt, wie die deutschen Teams das hier machen. Ob man versucht, auch viel Raum im Außenbereich einzunehmen, was ja auf Nuke ein ziemlich wichtiger Faktor geworden ist. Da man halt den Raum ziemlich gut einnehmen kann. Sei es über den Catwalk, sei es mit den drei Smokes, die man dann einfach im Außenbereich legt und versucht, Richtung Secret runterzukommen. Bin mal gespannt, was beide Teams hier vorbereitet haben. So, und damit geht's in die Knife Round. Schauen wir mal, was drin ist noch für die Stofftiere. Aber erstmal, wie gesagt, die Knife Round ist natürlich entscheidend, wer auf welcher Seite anfangen darf. So, und da läuft das komplette Team von Planet Key hier fast hinterher. Und das Ding sollte schnell zu Ende sein. Und ist es auch. Damit darf sich Planet Key hier die Seite aussuchen. Dann lassen wir uns mal überraschen, auf welcher Seite sie starten möchten, auf der CT-Seite. Und damit ist das hier entschieden. Nehmen sich natürlich hier die CT-Seite. Hat einfach auch einen Vorteil, dass Nuke immer noch eine etwas CT-lastigere Map ist. Aber wie gesagt, auf Nuke meiner Meinung nach alles möglich. Und von daher, es geht los. Auf geht's, ab geht's. Zweite Map zwischen Planet Key Dynamics und den Stofftieren. Und damit heißt es jetzt hier, für die Stofftiere, es geht langsam aber sicher um Rampe vorwärts und da wartet nur Robson. Muss jetzt hier direkt den Druck aufhalten. Proxy kann den Rücken frei halten. Und man ist gezwungen, hier auf den Retake zu gehen. Da wird man nichts mehr ändern können. Da versucht man nochmal an der Tür auf jeden Fall Zeit rauszuholen, dass Robson da noch irgendwas machen kann. Er bekommt sogar noch einen Spieler. Wird aber direkt hier im Trade rausgeholt. Und Crowny kann diese Position jetzt da einnehmen. Versucht hier schnell das Tempo bei Planet Key anzuziehen. Auf jeden Fall den Afterplant oder die Afterplant-Position hier von Stofftiere zu verhindern. Crowny hat da aber natürlich eine gute Joker-Position, findet den ersten, muss jetzt den zweiten finden und dann ist es Crowny, den den Spieler hier durch die Smoke holt. Weiß natürlich, wo die Bombe geplantet ist. Und irgendwann muss er ihn treffen. Und das gelingt ihm dann auch. 1:0. Die Stofftiere damit erfolgreich mit dem schnellen explosiven Go Richtung Rampe. Schön nochmal von Robson da Zeit rausgeholt, aber am Ende reicht es nicht. Und man muss sich hier in den Forceball verabschieden. Mit zweimal UMP, einer Scout. Und ein bisschen Pistole und ein paar Nades. So, diesmal die Stofftiere hier über den Außenbereich unterwegs. So, Alex versucht direkt auf Informationen hier gegen Justin zu gehen. Elmund hier noch ab und es stehen hier vier Spieler bereit. Robson mit der Scout hier erfolgreich. Das ist natürlich tödlich. Und sie nehmen jetzt erstmal das Tempo raus. Wollen hier nicht die Scout challengen. Ziehen sich hier wieder komplett zurück. Haben jetzt erstmal einen Mann hier im Nachteil. Dass nur Belmont außen stehen. Und es soll wohl wieder Richtung Rampe gehen. Ah, und da wartet Robson. Position gewechselt. Das Ganze jetzt Richtung Rampe ab. Kann den Headshot setzen. Nochmal die Position hier einnehmen. Da kommt jetzt die Smoke, um natürlich ihm auch die Sicht da wegzunehmen. Und dann wird man hier das Tempo anziehen. Robson versucht natürlich so viel Zeit wie möglich rauszuholen und natürlich auch Schaden zu setzen. Robson wartet in der Smoke. Jetzt gehen sie Richtung Heaven. Versuchen das Ganze als A-Split auszuspielen. Ah, da wartet Otto, findet die ersten beiden. Damit ist es nur noch die Bombe. Die jetzt Richtung Rampe runtergeht. Also für Proxy gibt es da nichts mehr zu holen. Das Duell gegen Otto will man hier nicht eingehen. Da wartet Pulsi schon Richtung Van. Verteilt hier schon mal gut Schaden. 15 AP nur noch bei Proxy. Und da kommt Robson nachgezogen. Und holt hier den letzten Spieler. Kann damit das Rundlein hier finishen. Und das 1:1 auf das Konto hier buchen. Ja, und damit schickt man die Stofftiere auch in den Force bei.
ziemlich viel Equipment mitnehmen vom Gegner. Was natürlich auch sehr wichtig ist für die Economy. Die Stofftiere fangen jetzt langsam an, das Ganze im Außenbereich abzusmoken. Cressy zieht auch direkt runter Richtung Secret. Versucht es hier zu positionieren, aber die Stofftiere haben eine andere Möglichkeit hier gefunden. Die wollen hier den A-Split ausspielen. Jetzt liegt es an Otto und mit Cressy hier zusammen die Side zu halten. Da kommt schon direkt die Rotation über den Heaven nachgezogen. Alex sucht dann noch die Spieler mit der Scout, aber Robson und Otto da erfolgreich. Da brennt gar nichts mehr an. Und die Runde ist vorbei. 2:1. Also, Stofftiere finden keinen Weg hier Richtung Side. Na, und verabschieden sich jetzt erstmal hier in die Eco-Runde. Das sieht so aus, als würde man schnell über den Catwalk wollen. Und das kriegt Puls natürlich mit, dreht sich hier weg. Die Flash kommt gut reingeflogen, findet den ersten. Da gibt es nochmal den großen, großen Sprung hier. Und da macht man einfach mit Cressy gemeinsam zu. Da muss man gar nichts mehr machen, außer das Kreuzfeuer aufbauen und draufhalten. Der Sprung sah sensationell gut aus da. Damit geht es jetzt hier in die nächste Waffenrunde. Erstmal Vorteil für die Stofftiere. Natürlich nur an Waffen. Geldtechnisch ist das natürlich eine andere Rolle. Alex versucht direkt vorzugehen. Hat er noch den zweiten Spieler? Versucht man direkt hinterher zu schieben mit Robson. Das hat hier wunderbar funktioniert. Kommt jetzt die Smoke reingeflogen, hat die Arbeit erledigt. Der Einzige, der wirklich Schaden gefressen hat, ist Alex mit der Scout. Das heißt, kein großer Verlust da. Crowny kommt da zumindest durch. Cressy kriegt nur die Information. Und versucht das Ganze jetzt einfach abzublocken. Crowny muss ja auch ins Gras beißen. Er macht den Step zu weit, versucht hier nochmal rauszugehen. Dann ist Alex an Ort und Stelle und findet den Spieler. Also, für Planet Key doch bisher eine sehr solide Partie. Aber dieser Push Richtung Rampe war halt Gold wert. Da haben sie mit Robson gar nicht gerechnet. Er zieht halt wunderbar darum, wicht sich die beiden Spieler raus. Kann jetzt hier im Alleingang erstmal die Rampe sauber halten. Vorteil ist natürlich für ihn, er kann sich ziemlich schnell runterziehen, kann dadurch einfach die B-Side halten. Und dann müssen sie es einfach nur noch gemeinsam ausspielen, besonders weil sie halt noch Otto hier auf der A-Side haben. Müssen eigentlich gar nichts riskieren, macht Robson ja auch, zieht sich hier direkt runter. Nate guckt links, er guckt rechts, Belmont zieht rein, macht den ersten, aber die Rotation ist schnell genug da. Und dann ist es Cressy, der hier auch noch rausgenommen wird. So, Alex mit dem nächsten. Und dann ist es Audio, der das Ganze hier beendet. Und die Runde ist vorbei. Man bringt drei Spieler durch. 4:1 für Planet Key. Läuft bei ihnen. Und das ist gut fürs Geldpolster. Wenn wir aufs Geld gucken, der Spieler über 5000. Bis auf Robson. Der hat jetzt noch eine Pistole nachgekauft. Und noch ein bisschen Equipment. Das reicht für ihn. Aber trotzdem hier, also, das Geld ist auf jeden Fall exzellent verfügbar hier für die Jungs von Planet Key. Und die können weiter den Druck erhöhen. Und bei Stofftiere geht es jetzt erstmal hier nur in die Pistol Round. Haben natürlich einen kleinen Loser-Bonus, den sie ausnutzen können. Das heißt, haben noch eine Flash dabei. Aber sie müssen halt irgendwo die Verteidigung durchbrechen. Ist da schon ziemlich offensiv unterwegs. Also man versucht früh das Aufbauspiel hier von den Stofftieren zu stören. Lässt sich da zwar nicht auf den Außenbereich ein, aber da hat Otto eine gute Sicht drauf. Mit der M4 natürlich auch im Long-Distance-Duell hier im Vorteil. Kann von Puls hier die Steps bekommen, sollte man da das Tempo anziehen. Alex hat sich ja zwischenzeitlich auch zurückgezogen. Also spielt das jetzt auf Nummer sicher hier. Und das sieht gut aus. Planet Key, das Ganze sogar als Flawless hier durchzubringen. Die Stofftiere nicht irgendwas Kompaktes ausspielen. Soll wohl Richtung Arbeit drauf gehen. Crowny ist da im Außenbereich durch. Mal gucken, ob er da die Ecke checkt. Und da passt Puls G auf. Und jetzt will man das Tempo anziehen, schnell hier drauf kommen. Da rennen sie in ihr Verderben rein. Ist nur noch Cap. Richtung Tür. Findet noch ein. Alex setzt den Schuss und damit ist die Runde vorbei. 5:1, also kein Problem für Planet Key. Verlieren noch zwei Spieler. Aber das ist okay. Das kann man verkraften.
Weil geldtechnisch wird sie das erstmal hier nicht jucken. Also bei Pool C und bei Alex wird das Geld langsam und sicher. Geht's in die Millionen, meine lieben Freunde. In die Millionen, Kappa. Nein, auf jeden Fall Planet Key mit einem unglaublich guten Geldpolster. Liegt auch daran, dass sie halt kaum irgendwelche Spieler verlieren. Halt auch viele aus der zweiten Runde mitgenommen haben. Von daher sieht's geldtechnisch hier gerade ziemlich gut aus. Wieder Richtung Schachtgang. Oh, der könnte gutes Timing haben. Verzieht sich aber Richtung Vent. Im Bereich soll hier von Crowny alleine angespielt werden. Sieht man oft von Heroic, dass man einen Richtung Außen schickt oder von Astralis. Hat Cressy da schon runtergeschoben. Opsen hält den ersten an der Rampe. Das reicht nicht ganz. Das ist einfach zu viel für ihn. Damit kann man hier gegebenenfalls sogar den Split ausspielen. Und ich versuche das Ganze hier aber nochmal aufzumachen. Proxy findet den ersten Pull G, muss da ein bisschen nachkorrigieren. Trotzdem die 3 gegen 3 Situation. Kann jetzt erstmal entspannt hier in den Reload gehen und Cressy muss einfach nur auf die B-Seite achten. Seine beiden Mates müssen hier im Kreuzfeuer das Ganze Richtung. Da kann er durchgehen. Otto da mit einem bösen Timing. Kann aber den Spieler callen. Damit kann Cressy hier einfach auf den Vent schauen. Und da sieht Proxy kein Licht. Und jetzt müssen sie gemeinsam hier rechts, links irgendwie auf die B-Seite kommen. So, Otto kann das Ganze wieder ausgleichen. Er verbindet da noch oder holt da nochmal einen raus. Hat die Bombe blenden. Er bricht nochmal ab. Aber da sind beide Spieler on point bei Blended Key. Und die müssen einfach nur gemeinsam rumziehen. Und da machen sie es. Einer oben, einer unten. 6:1. Dann lassen sie sich nicht austricksen. Und Cap geht hier als Verlierer aus der Runde raus. Kriegt die Bombe nicht durch. Die wäre auch nochmal wichtig gewesen hier für die Jungs und Stofftiere. Jetzt muss man natürlich auf ein bisschen Equipment verzichten. Könnte aber trotzdem hier den Force machen. Reicht es aber nicht für Full Nades. Ja, im Chat geht gute Party, sehe ich gerade. Ich habe mir gerade mal einen Chat eingeblendet, weil ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, den Chat einigermaßen auszublenden, um mich einfach auf das Casten zu konzentrieren. Weil hier geht es ja ums Spiel. Und ihr könnt in Ruhe diskutieren und so und euch austauschen in der Zeit. Und derzeit konzentriere ich mich aufs Casten. So, auf jeden Fall für Stofftiere heißt es hier, auf viele Waffen verzichten. Dafür nimmt man Nate Equipment mit. Und man versucht es über den Außenbereich. Und baut sich hier höchstwahrscheinlich auch für ein Execute auf. Das wäre jetzt natürlich mal eine ideale Situation. Bombe. Versucht hier noch die Fenster oben aufzuschießen. Also sie müssen halt versuchen, irgendwo ein bisschen Raum zu gewinnen. Das soll jetzt hier passieren mit der Smoke-Wand. Versucht direkt Cap hier reinzuschicken. Bleibt noch kurz an der Tür hängen. Aber das soll der A-Split werden. Aber sie haben nicht wirklich den Druck über Blau. Das heißt, Alex erstmal hier ohne Probleme baut wieder das Kreuzfeuer mit Cressy auf. Der zieht hier rum, bekommt noch einen Cap. Zieht zu spät rum. Man springt da einfach runter. Pulsi spuckt ihm da auf den Kopf drauf. Und das war kein guter A-Split, muss man sagen. Da ist kein Druck von Blau. Kein Druck von Squeaky. Und man versucht irgendwie mit 3 Leuten über die Main zu kommen. Und ja, damit holt man hier easy peasy die Runde. 7:1. Und Planet Key macht hier eine gute Partie. Also die können sich nicht beschweren. Die machen das extremst gut. Sehr, sehr solides Grundaufbauspiel hier auf der CT-Seite. Auch Cressy gefällt mir sehr gut. Der da Richtung Wende spielt, schnell die Rotation einleitet. Und der kriegt jetzt ganz genau mit, dass es hier die Smokes im Außenbereich gibt. Hat da noch eine kleine Gap? Geht das Risiko ein? Man versucht wieder durchzukommen. Macht den ersten, zieht sich hier zurück. Hat das Backup hier noch von Alex. Puls kann zwischenzeitlich hier den Catwalk freihalten. Ah, kriegt auch den Schuss. Ein bisschen nachgegangen, hat ein bisschen gedauert. Aber wiederum reicht das hier wieder. Dann macht Drops noch die Rampe zu. Und die Runde ist vorbei. 8:1. Also Planet Key macht hier weiterhin ein sehr solides Spiel.
Und Stofftiere ein bisschen überfordert. Die wissen nicht so wirklich, meiner Meinung nach, was sie spielen sollen. Also Riesenprobleme da, die Lücke zu finden. Man versucht es halt mit einem Argo, der noch nicht so wirklich abgestimmt ist. Man geht da zu einzeln rein. Gibt Planet Key natürlich die Möglichkeiten, da ohne Probleme auch die Picks zu setzen. Und es kommt halt auch kein Refrag. Das ist ein bisschen doof gelaufen hier bisher für Stofftiere. Zumindest versucht man es jetzt mal hier Richtung Secret. Vielleicht damit erfolgreich hier kompakt das Ganze auszuspielen. Cressy delayed das Ganze nochmal. Schmeißt die Smoke hinterher. Und damit ist das Ding jetzt erstmal hier für die Stofftiere zu Ende da unten. Richtung Secret. Also die Reise damit vorbei. Da wartet auch schon Robson. Der wird jetzt hier, wenn er sogar Richtung Treppe runter geht, könnte er das Kreuzfeuer hier mit Cressy aufbauen. Machen es aber sehr, sehr defensiv. Jetzt kommt hier die Smoke, der Molotow. Und damit versucht man langsam und sicher den Raum einzunehmen. Robson noch nicht wirklich die Information bekommen. Und jetzt geht es hier durch die Smoke, durch Cressy. Kommt da nochmal raus, kommt sogar Richtung Side. Robson hält da wunderbares Backup. Cressy versucht mit rumzuziehen, bekommt den Spieler nicht. Jetzt liegt es an Robson, hier auf den Trade zu gehen. Belmont holt sich das 2K. Cap steht da auch in einer ziemlich guten Position. Und damit ist Alex unten Richtung Toxic. Findet dann noch einen Spieler und damit die 2 gegen 1 Situation. Also, das kompakte Aufbauspiel oder das verzögerte Executen hier über das Secret hat geklappt. Schöner Frag da vom Puls. Den zweiten finden. Dann nicht mit ihm hinter den Brennstäben. Und jetzt sieht er ihn und hat da keinen Fokus drauf. Damit ist es Cap, der hier die Runde holt. Und damit die zweite Runde für die Stofftiere. Aber das war viel Schaden, den man hier verteilt hat. Und viel's Batman, wenn dein Gegner mehr Equipment hat, trotz gewonnener Runde. Mal schauen. Also, Außenbereich hat doch bisher ganz gut geklappt, zumindest hier den ersten Bereich einzunehmen bis zur Main oder bis Secret. Dann ist Planet Key eigentlich wieder ziemlich gut am Start und das Ganze verteidigen. Ziehen wir einfach mal die letzte Runde ab. Muss einfach ja, von der Masse einfach zu viel da Richtung Secret war. Und Cressy und Robson da kein ideales Kreuzfeuer aufbauen konnten. Alex ist da schon Richtung Lobby durch. Damit weiß man, dass die Spieler sich hier komplett im Außenbereich bewegen. Lässt sie natürlich jetzt aufpassen. Versucht ja auf Information zu gehen. Einfach rechts, links einen kurzen Sidestep machen. Alex hier erfolgreich mit dem ersten. Kann jetzt ja wunderbar hier Richtung Main gucken. Und natürlich auch die Mac hier freihalten. Jetzt kommt die Smoke hier von Cressy. Und damit ist nur noch Cap und Justin. Und sie versuchen nochmal den Rückzug hier vom Squeaky. Abzuhalten. Jetzt ziehen sie das Tempo an. Da steht das Kreuzfeuer diesmal bereit. Robson und Cressy. Diesmal hat einen richtigen Kreuzfeuer. Robson findet den ersten. Cressy wartet ab. Besten hat er durch die Chance, hier einfach den Frag zu setzen. Und damit heißt es für ihn, hier die Bombe legen. Aber der Retake wird für Planet Key hier kein Problem sein. Da kriegt er nicht mal mehr die Bombe durch. 9 zu 2. Also, Planet Key präsentiert sich immer noch hier. Eindeutig für mich als besseres Team. Die Stofftiere schon etwas überfordert, muss man sagen. Kriegt auf Nuke irgendwie keinen Fuß auf die Map. Auch wenn ich sagen muss, dass von Planet Key das Aiming ein bisschen schwach auf der Brust ist. Also man setzt Schüsse erst sehr, sehr spät. Bis auf Robson, der ist da eigentlich ziemlich solide. Jetzt pusht man hier einzeln rein, holt sich das 3K. Bombe gedroppt. Molotow kam natürlich perfekt rein. Das heißt, für Robson könnte das jetzt hier das Ace werden. Und damit sehen wir vielleicht das erste Ace. Komm, gib uns das Ace. Auf geht's. Ein Ace will ich hier wenigstens mal sehen und es wird schon wieder denied. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Otto holt hier zumindest den letzten. Schade. Nichts wird einem hier gegönnt.
Also, das heißt für Stofftiere hier die nächste Chance, Molotov früh reingeflogen. Und Alex, der versucht direkt wohl Richtung Tür hier abzuaimen. Oh, das ist mega, mega offensiv. Ich weiß nicht, ob sie da mit ihm schon rechnen. Und jetzt hier die Main ab, dadurch erstmal keinen Druck mehr in den Rücken. Geht Richtung Rampe breiten. Sie haben es halt absolut nicht auf dem Schirm. Und das ist zu leicht für Planet Key. Crowny wird da auch rausgenommen. Jetzt hat Alex da vielleicht ein bisschen zu viel gewagt. Aber am Ende reicht das. Also, Stofftiere komplett überfordert. Die wissen nicht, wie sie gegen Planet Key auf Nuke hier irgendwie eine Schnitte finden. Und das wird nichts für Stofftiere. Also sie holen halt kaum Runden. Es sind zwei Runden. Sie müssten theoretisch jetzt die letzten beiden Runden noch holen, um hier einen Anschluss zu bekommen, weil zwei Runden sind schon extrem wenig. Aber wie gesagt, auf Nuke ist alles möglich. Aber ich glaube, mit zwei Runden und wie sich gerade hier Stofftiere präsentieren, eher suboptimal. Besonders die Ghost klappt nicht richtig. Cap kann da nochmal einen reinsetzen. Kriegt aber direkt den Headshot. Versucht jetzt nachzugehen. Da steht das Kreuzfeuer. Einer oben auf dem Heaven. Cressy macht den letzten. Und damit ist es hier vorbei. 11 zu 2. Also die Stofftiere sehen hier keine Schnitte. Und da wird sich ein gewisser Alex wird sich, glaube ich, freuen über die zwei Siege. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, er freut sich am meisten über die beiden Siege. Ich glaube, das ist ihm fast mehr wert als die komplette ESL-Meisterschaft. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber da gab es ja ein bisschen Twitter-Beef. Ich will nicht mal auf das Thema eingehen. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt jetzt. So, auf jeden Fall Crowny diesmal mit der Eröffnung. Und es geht Richtung Rampe. Also, sie wollen wieder bei diesem kompakten Spiel bleiben. Und das meine ich gerade, dass diese Shots bei manchen Spielern bei Planet Key nicht sitzen. Am Ende reicht es halt doch. Und damit die 3 gegen 5 Situation. Jensen musste einfach nur noch darauf achten, dass er nicht Richtung Vent rauskommt. Molotov kriegt dann nochmal für die Füße geschmissen, muss dadurch die Position wechseln. Proxy macht jetzt den Backstepper. Und bleibt hier nochmal hängen an der Leiter. Dadurch wird man natürlich hier den Drop nicht. Jetzt kriegt ja auch direkt die Shell und jetzt liegt es an Otto. Hier im 3 gegen 1. Mal schauen, was er noch machen kann. Cap zieht rum. Und da kann Otto nichts mehr holen. Die 3. So, mal gucken. Die letzte Runde wäre halt noch wichtig für sie. X muss da ein bisschen aufpassen. Sehr offensiv und er weiß eigentlich auch, oder Proxy weiß, dass er da irgendwo auf Kante steht. Aber Alex findet ihn hier vorher. So, jetzt versucht man es über den Catwalk und über den Außenbereich. Mann, Alex kriegt nur den einen. Hat er keinen Fokus oben. Dachte auf den Catwalk und diesmal können das die Stofftiere hier ausnutzen. Und ihn mit der AWP hier unterwegs. Auf der Suche. Nach der Eröffnung, schöne Flash, dass Cressy hier einfach reinziehen kann. Wunderbar ausgespielt. Support Flash war einfach nur Gold wert. Und nur noch Belmont und Cap. Wollen sie noch tun? Müssen halt jetzt irgendwie gemeinsam auf den Spot kommen. Haltet man sich hier Richtung Secret zu gehen. Wartet nur Robson Richtung Vent. Dann macht man es auf Nummer sicher bei Planet Key und wird einfach nur das Ganze im Retake ausspielen. Weil den Vorteil haben sie auf jeden Fall. Robson hat da auch einen guten Engel, dass er da erstmal nicht gesehen wird. Kann jetzt natürlich callen, wenn die Tür aufgeht. Und dann weiß man ganz genau, dass es Richtung B-Side geht. So, damit geht es jetzt hier das Türlein auf. Bombe wird geplantet und da steht man mit zwei Leuten, sogar mit drei Leuten wendbereit und macht jetzt hier einfach den klassischen Zugriff wie beim SWAT-Team. Da ist nur noch Belmont und der wird rausgenommen hier im Trade. Und damit ist es hier die 12. Runde für Planet Key. Sehr, sehr eindeutige Hälfte bisher. 12 zu 3. Die Stofftiere retten sich zumindest hier nochmal eine Runde.
Und damit hält man sich nochmal die Option offen, wenn man die Pistol verlieren sollte. Man hier vielleicht nochmal das Comeback startet. So, damit haben wir eine kurze Pause. Ich glaube, die Stofftiere müssen das jetzt erstmal hier verarbeiten. Aber das war keine gute Hälfte. Muss mal gucken, was man draus macht jetzt. Aber das sieht nach einer guten Partie für Blended Key hier aus. Wenn wir einfach auf die Stats gucken, Proxy mit 2,13. Brownie auch nur 5 Frags, 3 Frags hier bei Justin. Der letzte Runde halt richtig gut war auf Overpass. Klappt hier halt gar nicht. Der Einzige, der so ein bisschen mithalten kann, ist halt Cap. Und man merkt halt, dass sie irgendwie auf Nuke nicht eingespielt sind. Kein Fuß auf die Map bekommen. Und das sieht man auch gerade hier am A-Aufbau. Cap versucht aber hier nochmal gegenzuhalten. Cap mit dem Nächsten. Das hält natürlich das Ganze hier ab. Und Blended Key entscheidet sich hier nochmal Richtung B-Side runter zu gehen. Zumindest die Bombe hier durchzubekommen. Ihnen auch gelingen. So, Tür wird zugemacht. Wartet Robson Richtung Schachtgang. Mal gucken, ob die Stofftiere hier irgendwie an die Bombe rankommen. Hier für die Tür. Geht mal mit 2 Spielern bereit. Tür wird nochmal zugemacht. Da sagt Belmont Hallo. Robson mit dem Nächsten und die Bombe kann defused werden. Das Dev-Kit ist dabei. Die Smoke liegt. Und das Ding ist entschieden. 12-4. Pistol hier gewonnen. Der Molotow fällt da ungünstig ab. Aber der Bombland war natürlich Gold wert, weil sie können jetzt nächste Runde kaufen. Können hier noch versuchen, ein bisschen Schaden zu machen, die Bombe zu legen. Aber das wird hier höchstwahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Zumindest kam man hier Richtung Vent durch. Und vielleicht kann Otto hier nochmal Sneaky Beaky in den Rücken reinfallen. Da nickt er nochmal. Der gibt mir da das Ja, dass er es machen möchte. Ja. Aber da wird er nichts mehr reißen. Da ist noch Cressy mit der Diegel. Und da wird Büchs wahrscheinlich auch in seinen Tod da reinlaufen. Vielleicht kann er hier noch die eine oder andere Diegelschelle verteilen. Da warten 3 Leute. Einen nimmt er noch mit. Einen bekommt er noch. Vielleicht noch einen. So, blödes Timing da für Cressy. Wollte absmoken. Und das klappt hier nicht. Zwölf zu fünf. Mal gespannt, ob Planet Key jetzt hier mit der nächsten Runde vielleicht von den Vorentscheidungen irgendwie holen kann. Und sie kommen direkt hier Richtung Vent durch. Das heißt, Robson hier schon an Ort und Stelle. Der Druck hier wird jetzt langsam und sicher Richtung Secret aufgebaut. Und das ist bitter. Crowny fällt da in den Rücken rein. Trade wird hier aber direkt von Cressy geholt. Damit ist es natürlich wunderbar, dass Robson da schon durchkam. Hat aber auch nur noch 14 HP. Man steht schon mit 2 Spielern bereit. Einer Window, einer oben auf dem B-Catwalk. Schöner Frag da noch von Cap. Aber der Trade ist hier unvermeidlich. Dagegen 2. Justin werden sie nicht auf dem Schirm haben. Findet den ersten. Und er kann jetzt noch ein bisschen Geld farmen. Robson setzt dann noch den Headshot. Zieht rum, findet den Spieler. Und damit liegt es jetzt hier an Proxy. Und der holt die Runde hier. Oh, was ist das denn hier für? Interessant. Der holt die Runde.
Mal schauen. Nächste Waffenrunde für die Stofftiere. Die tun jetzt, oder die upgraden jetzt hier. Und für Blend Gear heißt es hier, den ca. 2000er bei, vielleicht ein bisschen mehr über den Außenbereich. Dann wird die Tech-9 jetzt ausgepackt. Und schnell Richtung Secret hier vorwärts geschickt. Belmont ist schon runtergezogen. Ein Spieler schon Richtung Wend aufgebaut. Hat man zumindest ein Kreuzfeuer hier. Oxy hält das Ganze hier auch Richtung Wend frei. Wird hier aber noch von Cressy rausgenommen. Ist trotzdem die 2 gegen 4 Situation. Puls, was kann er noch machen? Ein Spieler links, ein Spieler rechts. Ist natürlich hier nicht die ideale Situation. Zumindest kommt Cressy an eine Waffe ran. Und er kommt sogar nochmal den Wend hoch. Okay, das ist interessant. Er will die Waffe wegschmeißen, dass die bloß keiner von Planet Key hier bekommt. Also, vertraut er auf seine Tech-9. Gar keine schlechte Idee. Die Runde kann er sowieso nicht mehr holen. Und dann versucht er lieber noch ein bisschen Schaden zu machen. Nochmal irgendeine so eine Panoramaroute zu nehmen. Und die Waffe nicht mehr an den Gegner abzugeben. Das war gut überlegt von Chrissy. Muss man sagen, das ist ein guter Move. Und der Move über die Leiter zahlt sich vielleicht sogar auf. Nee, da Pep ab. Und er setzt den ersten Schuss und dann können sich beide drauf fokussieren. 12 zu 7. Also die Stofftiere online holen die Runde hier, kommen aber auch nicht mal an die Waffe ran. Die weg ist. So, Blended Key mit der nächsten Chance. 4x AK, eine UMP, viel Equipment dabei. Jetzt wird hier der Außenbereich abgesmoked. Molotov kommt reingeflogen. Spielt das aber sehr verzögert mit einem über den Marshmallow. Jetzt ist er ab. Puls wird er als Alleiniger vorgeschickt. Die UMP kann ihn hier nur losschießen. 20 HP noch auf dem Konto. Und Blended Key war nicht erfolgreich hier mit dem offensiven Gang da von Puls G. Richtung Secret. So, Alex soll jetzt hier das Ganze richten. Wird aber auch direkt rausgefischt. Jensen da direkt mit dem zweiten. Erst Robson kann hier den Spieler Richtung Rampe vollstrecken. Jetzt versucht Cressy nochmal sein Glück über den Außenbereich. Oder ist Crowny. Molotov kommt reingeflogen. Crowny gibt nur den Anschuss. 28 HP. Also reicht nicht ganz. Und dann wartet er jetzt Richtung Mac. Und das wird das Todesurteil für Cressy sein. Crowny kriegt ihn da ziemlich spät auf den Schirm. Und Cressy mit 4 zu 3 am Start. Damit ist nur Robson. Robson hat noch die Bombe. Robson könnte noch ein bisschen Geld hier für die Jungs von Planet Key irgendwie bekommen. Und dann ist es Cap, der hier einfach wagemutig da von der Pommes runterspringt und abfahrt. Ja, 12 zu 8. Was soll man sagen? Dorftiere wollen hier das Comeback starten. Also Planet Key schafft es auch nicht wirklich hier bisher auf Nuke, auf der E-Seite hier ein Spiel zu finden. Also solide CT-Leistung. An der T-Seite hängt es gerade ein bisschen. Und für die Stofftiere vielleicht nochmal das Comeback. Schnuppere ich da eine dritte Map? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Planet Key auf jeden Fall hier nochmal mit dem Tech-9-Go. Und es soll Richtung A-Side drauf gehen. So, versucht man schnell rauszukommen. Findet den ersten Spieler. Cap kommt über die Main. Macht das Kreuzfeuer mit den beiden Heaven-Spielern hier dicht. Und damit ist die Runde vorbei. Man verliert zwar viel Manpower, aber am Ende ist das solide runtergespielt hier von den Stofftieren. 12 zu 9. So, Planet Key hier natürlich jetzt irgendwo die Lücke und irgendwo die Möglichkeit, das Spiel aufzumachen. Und die damit Spieler Nummer 1. Erfolgreich.
den Spieler da über der Box den Headshot setzen. Das Köpfchen kurz raus. Die gegen 5 Situation. Die Secret runter. Und das kann man jetzt erstmal hier ohne Probleme einnehmen. Da kommt jetzt die Smoke, der Molotov. Und man sieht das Tempo. Letzten da komplett durchgepusht. Jetzt versucht man hier noch ein bisschen Druck über die Main aufzubauen, um die Spieler aufzuhalten. Der ist Backstepper. Beziehungsweise einfach nur Zeit rausholen. Belmont macht die Rampe frei. Dann ist nur noch Gressi und Otto. Mit jeweils Low HP. Otto findet da den ersten. Jetzt wird hier die Pause gecallt. Mal gucken, was Gressi da noch machen kann. Und das wird die taktische Pause bei Planet Key sein. Weil die Runde hat man abgegeben. Mal wieder. Und jetzt hat man Geld, um zu kaufen. Und das kann man natürlich auch nutzen. Für die Tag Time. So, mal schauen, was Planet Key jetzt vorhat. Die haben natürlich jetzt Geld und die müssen Gas geben. Weil die müssen jetzt überlegen, was können wir ausspielen? Wie kommen wir jetzt ins Spiel rein? Wie können wir die Verteidigung von Stofftiere durchbrechen, wenn wir gucken? Es ist keine einzige E-Runde bisher von ihnen geholt worden. Damit geht es los. Planet Key. Damit vielleicht hier mit der Hoffnung hier das Match irgendwie auf ihre Seite wieder zu kippen. So, Außenbereich mit den 3 Smokes kann jetzt hier eingenommen werden. Man versucht direkt einen Spieler Richtung Secret durchzuschicken und das macht Otto. Das Team zieht ja auch direkt nach mit der Bombe. Lässt hier Alex so als Backup stehen. Robson soll noch die Rampe freihalten. Da bloß nichts in die von der Lobby hereinpusht. Und man versucht erst mit 3 Leuten das Ganze einzeln. Was sehr schön ist, dass Alex über den Vent theoretisch nachschieben kann und Robson über die Rampe. Man muss halt auf die 3 Spieler jetzt vertrauen, dass die hier irgendwie die Eröffnung finden und auch die Bombe legen können. Robson wartet immer noch. Alex und Robson greifen jetzt langsam aber sicher höchstwahrscheinlich auch gleich ins Spiel ein. Und jetzt kommt Alex über die Main. Proxy findet Spieler Nummer 1. Das wird jetzt sehr interessant. An den beiden Spielern wird es jetzt liegen. Man hat ziemlich viel Raum reingenommen, nimmt das Tempo bei Planet Key nochmal raus. Alex wird hier direkt gefunden. Robson muss jetzt hier das Ganze retten über A-Side. So, Crowley wird da gesehen, 24 HP, smoke das Ganze ab. Proxy ist da schon Richtung Vent hochgezogen, ist jetzt hier im 2 gegen 1. Mal schauen, was Robson da noch machen kann. Natürlich an die Bombe rankommen und die steht Richtung Rampe. Das Crowley natürlich jetzt zu seinem Mate aufgeschlossen. Und zweiter Molotov hinterher. Geht jetzt hier einfach durch den Smoke. Bleibt aber an der Ecke hängen. Und damit kann Justin ihn hier hören. Und die Runde ist vorbei. 12 zu 11. Also die Stofftiere holen hier weiter auf. So. Und im Chat wird nochmal gefragt, die Tickets für die ESL-Meisterschaft. Gebt mal ESL-Tickets oder Ausrufezeichen ESL-Tickets im Chat ein. Und da kostet das Ticket mit 20% Rabatt nur 8 Euro. Ja. Also sehr, sehr billiges Ticket, auch eine sehr schöne Location, die man hier natürlich auch mal besucht haben muss als Counter-Strike-Fan oder allgemein für die ESL-Meisterschaft. Weil der Landschaftspark in Duisburg ist eine sehr schöne Gegend. Jetzt, ich glaube, das dritte Mal in der Gebläsehalle oder das vierte Mal jetzt. Und zweimal wurde das Ganze schon nebendran abgehalten in der Gießerei. Und das ist auf jeden Fall wunderschön. Also kann ich Ihnen nur empfehlen, Tickets kosten 10 Euro. Und mit dem Rabattcode 99DMG könnt ihr nochmal 20% sparen. Dann kostet es halt nur 8 Euro. So, aber es geht weiter. Stofftiere Online können jetzt erstmal hier ausgleichen.
So, und jetzt heißt es hier, den Aspen auszuführen. Da muss mehr Druck kommen. Jetzt kommt der Druck hier raus. Das hat bei den Stofftieren so ein bisschen gefehlt, aber Proxy kriegt hier die Kontrolle. Jetzt stehen sie Richtung Blau bereit. Robson fällt in die Seite rein. Jetzt liegt sein Cap hier. Der hat noch die Joker-Position mit Proxy hier. Gegen zwei. Oh, Cap macht den Headshot nicht und das könnte die Möglichkeit sein, hier für Blended Key die Runde zu holen. Das macht Robson. Robson rettet die Runde hier für Blended Key. 13 zu 12. Aber das Geld ist natürlich da bei Stofftiere. Und die können hier weiter munter fröhlich reinkaufen. Also erstmal kein Problem für sie. Aber das war wieder eine knappe Runde. Blended Key mit dem Dampfhammer da auf die A-Side drauf. Auch sehr schön von den Stofftieren hier ausgespielt. Einfach nur gewartet, bis Blended Key hier zum Zuge kommt und will versuchen, hier Richtung Brennstäben, Richtung den Brennstäben da irgendwie durchzukommen. So, und da guckt das Köpfchen, einfacher Fractor für Crowny. Da sagt Alex R. mal Hallo und Alex stirbt. So, Außenreich wird komplett wieder angespielt. Ein bisschen unvorsichtig gewesen. Überlebt da. Mickrigen 16 AP hält jetzt hier den Rücken frei zusammen. Propsen versucht man das Kreuz nochmal aufzubauen. Und das gelingt hier Puls. Man wechselt nochmal das Tempo und versucht es jetzt Richtung A-Side. Da steht Cap bereit, findet einen Spieler. Das heißt, Puls überlebt immer noch. Hat nur einen HP abgezogen bekommen. 2 gegen 2 Situation. Justin versucht jetzt hier über die Rampe nachzuziehen. Foxy über den Secret. Das heißt, man kann über beide Seiten hier in den Retake zu gehen. Kann jetzt interessant werden. Beide wissen natürlich nicht, wo die Spieler herkommen. Können sie aber hinter dem geschlossenen Vent hier positionieren und dann einfach mit Puls hier das Kreuzfeuer aufbauen. Oder rennt er rein. Proxy findet nicht den ersten. Kann aber den Spieler callen und dann spielen sie es gemeinsam aus. Puls mit dem zweiten holt sich hier das 4K mit seinen läppigen 12, 13 HP. Und damit die 14. Runde für Blended Key. Jetzt ist natürlich hier bei den Stofftieren erstmal das Geld futsch. Mussten das aufteilen. Stehen jetzt hier natürlich im Force bei. Schauen, was sie draus machen. Also, müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Nur noch 2 UMPs im Spiel. Eine M4 und eine Farmers. Aber nicht viel Equipment zum Ablocken bei den Stofftieren. Halt nur die Flashbangs. Und das heißt, das ist die Möglichkeit sogar für Blended Key hier einfach ohne Probleme unten ins Secret zu kommen. Man will es aber wieder mit dem A-Split machen, was bisher einigermaßen gut geklappt hat. Proxy wechselt dann nochmal die Position, versucht das Ganze über die Lobby anzuspielen. Das klappt hier nicht. Da dreht sich Robs nochmal um. Bombe kann geblendet werden. Und jetzt sind es die beiden Spieler von Stofftiere, die hier versuchen müssen, den Retake irgendwie möglich zu machen. Belmont zieht da erstmal gar keinen Profit draus. Jedoch komplett alleine. Und damit der perfekte Afterplant für Blended Key. Da wartet einer Richtung Vent, einer Richtung Onside. Otto kann jetzt callen. Der eine muss nur Richtung Tür warten. Und sie müssen einfach nur hier den Spieler irgendwo Richtung Tür rennen lassen. Und damit die Runde vorbei. 15 zu 12. Also Blended Key kippt das Spiel hier. Und bei Stofftiere hat man kein Geld. Man hat kein Geld mehr auf der Bank. Das reicht nur für den Force-Buy. Aber wie gesagt, hier ist noch nichts entschieden. Wir kennen die Knochenregel und die Knochenregel hat meistens recht. So, mal gucken. Swag wird hier sehr close eingesetzt. Camp bekommt da auch 2 Spieler raus, aber Robson schon davor ziemlich aimstark. Natürlich aufpassen, Bombe bewegt jetzt langsam sich runter. Man verliert da noch den einen Spieler. Damit ist es Puls. Jetzt versuchen muss die Runde hier zu holen. Mal schauen, ob der es schafft. Der Molotow wird verschmissen.
Hat mir bisher nicht so gut gefallen, das Spiel von ihm. Viele, viele kleine Aim-Fehler gemacht. Mal gucken, vielleicht kann jetzt der Held werden und das Spiel hier beenden. Den ersten steppen, mit den zweiten steppen. Und guckt natürlich, wo beide sind. Und dann macht er es nochmal einen schönen Headshot hinterher. 16 zu 12. Und damit GG. Well played. Da dreht sich nochmal die Kamera. Und macht nochmal Karussell. Und damit kann sich Planet Key hiermit